Meine lieben Leute, wir sind zurück bei Let's Play Outlast. Ja, das Geräusch hinter der Wand, wir hören es schon wieder, wir nehmen es schon wieder wahr. Allerdings ist nicht das unsere eigentliche Aufgabe, sondern wir müssen irgendwie den Weg finden, wie es jetzt hier weitergehen soll. Hier war ein Badezimmer, ne? Nee, kein Badezimmer, hier war nichts. Ah doch, eine Batterie. Hätte ich noch nicht genommen. Sieh mal an. Es fällt doch immer wieder auf, dass man hier und dort gerne mal Sachen übersieht und sie erst dann sieht, wenn man das zweite Mal da lang geht. Ja. Dort geht's die Treppen hoch. Waren wir denn hier schon? Möglich, dass wir hier noch nicht waren? Kommt mir gerade jedenfalls relativ unbekannt vor. Doch, hier waren wir schon. Ja. Hier ging es leider nicht hoch und auch nicht runter. Ich schaue nochmal eben ganz kurz. Genau. Keine Chance. Oder komme ich... Nee, komme ich nicht hoch. Hätte mir vorstellen können, dass ich da irgendwie drauf balancieren kann, aber... Das ging dann wiederum doch nicht. Ich bin ja wenigstens noch dankbar darüber, dass jetzt hier nicht irgendwie noch eine böse Kreatur auf mich lauert. Und wenn sie hier lauert, dann habe ich sie einfach noch nicht entdeckt. Das ist dann ja auch nur die ausgleichende Gerechtigkeit, denn wenn ich noch nicht den Ausgang entdeckt habe, warum sollte ich dann auch schon diese unheimliche Kreatur entdecken? Das eine würde das andere ja noch viel unfairer machen. So, da ging es wieder zu dieser Maschine, ne? Genau. Laundry Room und hier geht's die Treppe hoch, angeblich. Genau, da hinten steht einer. Was war hier? Das waren die, das Badezimmer hier, wenn man so möchte. Hier war nichts drin, ne? Nee. Hätte ich auch schon geguckt. Nichts drin. Ah, da ist mit Sicherheit was drin, aber nichts, was mir nützen könnte. So, und das ist auch versperrt, ne? Ja. Geil. Irgendwas habe ich übersehen, was eigentlich nicht sein dürfte. Na los, mach ihm was. Okay, ich hätte mir vorstellen können, dass man irgendwie mit diesem Rattern den irgendwie provozieren könnte, aber das geht nicht. Ja, toll. Jetzt sind wir wieder hier. Und hier geht's nun mal wirklich nicht weiter. Es sei denn, es geht hier raus. Geht es aber nicht. Warum geht denn jetzt denn hier schon wieder so die Pumpe? Hier ist noch nix. Hier geht's nicht durch, Leute. Komm ich da irgendwie mit einem Sprung rüber? Ja, natürlich. Oh mein Gott, das kann man mir auch mal irgendwie sagen, ja? Hier geht's links und rechts, ne? Und rechts geht's hier wirklich lang? Nein, also nur links. Da, wo wieder... Wo man so gut wie wieder nichts sehen kann. Was ist das denn hier? Um Gottes Willen, es ist... abgebrannt. Floors muss hier sein, ist versperrt.
Hi. Okay. Alles verkokelt und verbrannt hier. Ich habe ja gerade erstmal keine Ahnung. Okay. Hier ging es nicht durch. Dann haben wir den Weg jetzt also schon mal. Ach du Scheiße. Drive in the nails. Ist kein Eintrag zu. Schön. Sieht aus wie so ein Opferraum hier. Ach, guck mal, der ist aufgehängt. Ach, die Sicherung für den Wäscheschacht, okay. Umgerätes Kreuz. Alter! Alter Schwede! Are you fucking kidding me? Ist er noch hinter mir? Nein, Alter. Eieiei. Jetzt weiß ich überhaupt gerade gar nicht. Da kommen wir her, ne? Ja, ja. Dann muss ich jetzt mal hier lang, oder? Geschlossen. Schlossen. Warum ist denn das alles verschlossen? Ach, ein richtiger Schlüssel, geil. Eine Sicherung haben wir bekommen, wa? Scheint nicht das gewesen zu sein. Ja, das genau. Das war, dass das abgefackelt war. Und was ist hier irgendwie noch? Es geht hier nicht weiter. Scheiße. Das Problem ist, ich weiß jetzt genau, dass hier jemand ist, ne? Ich muss einen Schlüssel finden, nehme ich mal an. Speichert, okay. Hab den gesehen, ne? Oh, Mama Mia. Hi. Geht's hier rein? Na, Alter. Da ist noch einer. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Wo ich lang muss.
Der war knapp. Alter. Ah. Back in the game. Ich habe jetzt 2 Sicherungen. Weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Kinder. Oh, das ist ja richtig ätzend. Scheiße. Mir gehen die Batterien auch aus. Oh, ich kotze echt. Ich kotze. Meine ich, was soll ich mit diesen beiden Dingern machen, ja? Hier, was ist das? Ja, das ist es. Oh mein Gott. Ah, jetzt habe ich's. I got it. Noch eine 3. Sicherung. Und dann kriege ich den Schlüssel. Aha. Meine Güte, muss man auch erstmal gesagt werden. Wieso geht's denn da nicht durch? Also. Irgendwo muss die letzte Sicherung sein. Die gilt es zu finden. Hier lag eine. Hat er mich gerade Scheißkerl genannt? Mich gerade Scheißkerl genannt. Das ist nicht sehr nett. Wie ist denn jetzt, wo ist denn der Weg? Bin ich irgendwie gerade blöd oder geht's hier durch? Na komm, töt mich. Scheiße. Ich weiß gerade nicht, welcher der Weg ist, den ich gehen muss. Ich kenne den Weg nicht. Vielleicht hier. Hier rechts war ich, glaube ich, noch nicht. Aha. Das sind einfach nur 2 Batterien. Na, ja, aber auch die nehme ich. Alter, Mistkerl, wo kommt der denn her? Scheiße. Ich bin auch immer blöd, ne? Manchmal sieht das auch nicht so aus, als ob das irgendwas bringen würde. Da ist er noch. Okay, wir haben es aktiviert. Ganz ruhig. Wir kommen da gleich hin. Erstmal warten, bis der abgehauen ist. Ja, dann muss ich mich das Ding nicht nochmal holen. Und ich, liebe Leute, mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut, weil ansonsten geht meine Pumpe gleich wieder 10.000 Kilometer weit nach oben. Habe ich gar keine Lust drauf. Gut, wir hören uns gleich. Bis dahin, macht's gut. Ciao.